Das ist Hermann, der kleine Freche. Als Maskottchen des neuen Clubs Tokio soll der Waschbär den Athleten des Sportclubs Berlin ein Vorbild sein. Schließlich hat es das Pelztier von seiner nordamerikanischen Heimat bis nach Japan geschafft. Ein Ziel, das auch die Sportler vor Augen haben, die im Sommer 2020 in Tokio bei den Olympischen Spielen dabei sein wollen. So wie Turnerass Philipp Herder, der in Rio bereits olympisches Flair erleben durfte, dort allerdings nicht zum Einsatz kam. War aber natürlich trotzdem ein Riesenereignis gewesen, was ich auf jeden Fall nochmal erleben möchte. Und das ist meine Mutation zu Tokio 2020. Der Weg dahin wird natürlich super schwer. Wir müssen 2019 bei der Heim-WM in Stuttgart natürlich erstmal das Ticket sichern. Und bin aber ganz optimistisch, dass wir das schaffen werden. Um seine aussichtsreichsten Athleten beim Erreichen dieses Traums zu unterstützen, gründet der SC Berlin alle 2 Jahre einen Club im Club. So wird jetzt aus dem Club Pyeongchang der Club Tokio. Und deswegen gibt es jetzt die offizielle Übergabe des Staffelstabs vom Wintersport zu Sommersport. 37 Athleten aus 7 Sportarten gehören dem Club diesmal an. Ein neuer Rekord. Doch wofür genau ist der Club eigentlich da? Das ist ein Club in unserem Sportclub Berlin, in dem wir Sportler aufgenommen haben, die sich für die Olympischen Spiele qualifizieren und die zusehen, dass sie also auf dem Weg sich weder verletzen noch sonst irgendwo, aber vor allen Dingen auch keine sozialen Sorgen haben. Also jemand braucht eine Wohnung, jemand braucht eine Lehrstelle, irgendwo, wo wir unterstützen können, tun wir das. Eiskunstläufer Peter Liebers hat diese Unterstützung in seiner aktiven Zeit selbst erfahren und erinnert sich noch gut, was es für junge Athleten bedeutet, in diesen Club aufgenommen zu werden. Na, die bedeuten natürlich schon ein bisschen auch Anerkennung. Ist ja schon, dass nicht jeder reinkommt, sondern es zeigt natürlich auch schon, ich habe eine Leistung erbracht und mir wird auch eine gewisse Perspektive zugesprochen, es mal zur Olympia zu schaffen. Und das ist natürlich eine tolle Anerkennung und eine Motivation für die Sportler. Von der Initiative des SC Berlin überzeugt ist auch Staatssekretär Alexander Czembrycki. Ich finde es ein ganz tolles Engagement von dem Verein hier, der seit vielen Jahren super aktiv ist und super viele, als ein Verein, super viele Sportlerinnen und Sportler zu den Olympischen Spielen schickt. Und über dieses Engagement, über diesen Club Tokio, das soziale Miteinander halt auch aufbaut, mit der Wirtschaft zusammen Fördergelder einspielt, aber halt auch guckt, soweit ich weiß, sind auch hier Sportlerinnen und Sportler mit dabei, die jetzt noch nicht bei Tokio mit dabei sind, aber Perspektivkader sind. So wie zum Beispiel auch die jungen Karateker, deren Sportart in Tokio erstmals olympisch sein wird. Wie auch die übrigen Clubmitglieder können sie auf die Unterstützung des SC Berlin bauen. Auf ihrem Weg zur Olympiade 2020 in Tokio.